Oh, Alter, was denn jetzt? Was ist passiert? Ich habe irgendwie so gerülpst und dann hat mein Hals irgendwie gekribbelt. Was soll jetzt noch schief gehen mit der Yone-Legende in der Midlane? Ich würde dich auf so einer Katarina sehen, weißt du? Die ist gerade, glaube ich, auch broken. Ist auch sehr, sehr stark. Ich glaube, der Chip ist immer sehr, sehr gut. Also in Lower Elo war der sowieso immer sehr gut, aber ich glaube, du kannst mittlerweile auch Hilo spielen und bist gigastrong. Wir haben im Moment schon gegen Diamond 2 Spieler gespielt, ne? Ja, hat man manchmal auch gemerkt an den Moves, aber auch manchmal auch einfach gar nicht. Und du gönnst jetzt immer eine schöne Klimaanlage. Ruki scheißt also auf die Umwelt. Wieso ist bei mir denn so warm? Ruki hat auf Greta als Sticker hinten auf dem Auto. Ja, das würde ich Brücki zutrauen. So, Brückmann, jetzt. Brücki, du cheater steht im Chat und ich fühle mich ein bisschen ertappt. Ja, passiert. So, wo ist Yone? Da ist er doch. Du hast doch ein bisschen mit denen gespielt, ne? Akali gegen Irelia. Wie ist das Matchup? Ich würde sagen, free für Akali. Ich hatte, dass er dafür mehr Range als sie ist. So, wenn sie in dich engaged, gehst du in Wiss und pokst sie beim Rausgehen komplett weg. Aber ich bin jetzt auch nicht, also keine Ahnung, wie das auf Challenger-Niveau ist oder so. Aber wenn sie zum Beispiel E't, dann kannst du einfach, wenn sie den E connected und dich trifft, trotzdem einfach noch deine W benutzen, dann kann sie ja nicht auf dich drauf queuen und so. Und wenn sie queuen, dann kannst du einfach selbst E'en, ne? Ja. Wenn du jetzt den Short Trade. Warum fragst du? Nur so. Weil ich hatte mit Yone gegen Irelia große Probleme. Yone stelle ich mir auch nicht so geil vor. Ich habe heute mein Bett neu bezogen, Brücki. Und erstmal meine Pokémon-Wettwäsche ausprobiert. Und? Sieht super aus. Wenn ich mich heute Abend schön ins Glumanda reinkuscheln. Yone gegen Katarina. Das fühlt sich auch nicht so fun an, ne? Ja. Weil ich jetzt ja auch mit der Sue habe ich ja ein bisschen weniger Skillshots noch. Mit Yone habe ich ein bisschen mehr wieder. Man smitet man eigentlich im Jungle? Mach ich das beim Blue? Ja, wahrscheinlich. Nein! Alles in den Tower hilft nicht mehr. Ach komm, warum resettet der denn da schon? Macht man überhaupt noch die kleinen Wölfe als erstes oder durch den Cleave Damage geht man jetzt einfach immer auf den dicken? Ja, keine Ahnung mehr von Jungle, Alter. Wolltest du Mitte ganken? Kann ich. Ich werde auf jeden Fall mich drauf jolon hier. Ja, dann biete ich mal so ein bisschen an. Dein Röckchen dann mal ein bisschen hoch, weißt du? Mhm. Okay. Hey, als ob sie nicht committed. Das ist weird, ne? Also, sie wollte warten auf deine E wahrscheinlich. I'm still dead, I think. Ja, weil ich nicht, was ich gegen tun soll. Das ist das Problem, dass der mich am Red Buff wahrscheinlich f***en wird, wa? Okay. Ich wusste, dass Kata Level 1, 2 ziemlich strong ist. Aber nicht so strong. Ich kann doch mal gucken, ob ich dir mal helfen kann. Also, ich weiß nicht, was ich vielleicht tun soll. Ich geh runter. Ich werd nicht Mitte. Wir werden nicht noch Mitte. Nice. Den Dive-Winkel. Absolut voll Katastrophe. Oh, der ist jetzt guter Head, der Jarvan, ne? Okay, nice. Das war huge. Das war huge. Da können wir über Skill gewinnen. Oh, Alter, was denn jetzt? was passiert? Ich habe irgendwie so gerülpst und dann hat mein Hals irgendwie gekribbelt. Also nicht so gebrannt, wie wenn man jetzt irgendwie Galle irgendwie so mit hochkriegt oder so, sondern einfach wie so gekitzelt, so komisch. Okay. War wie auch ganz geil. Ja, ey, kommt nicht wirklich mit Winrates an, Leute. Winrates sind schon drauf, wirklich. Absoluter Bullshit. Winrates sind. Du kannst die AD Carry Liste nehmen und die genau umdrehen. Hast dann starke ADCs und schwache ADCs separiert. Das ist wirklich nicht. Winrate ist wirklich. Schade drauf. Ich mag diese Winrate-Argumente nicht. Was der dir gibt, Alter. Das ist crazy, der Damage. Oh, so Botlane im Play. Bro. Kann über Mitte laufen zu dir, aber. Tot. Wer hat geflasht von denen? Ich glaube Cutter und Jarvan. Ja, hab ich misplayed. Oder dass sie dich fast noch killt, Alter. Bin frech. Aber der ist auch das hier gebaut, so 2. Ja, aber mal gucken. Ich glaube, das ist noch winnable. Ich bin zwar richtig raus, aber mal schauen. Oh, oben der Darren. Kannst du mich Mitte covern? Jetzt bin ich gerade noch oben gegangen. Ist gut. Soll ich mit Harrod gehen oder so? Ja. Der J4 ist hier und der chased mich down. Ich bin echt jetzt Level über dem. Können die in Ruhe hier diven? Kann Harrod placen. Aber Jarvan töten? Nein. Warte. Ach, schade, kommt nicht ran. Hä? Ich hab was für geultet. Was raus, ja. Aber kommen wir alle raus oder nicht? Ja, ich hab so hart geintet. Oh, ich hab irgendwie gefettfingert auf meinen Ult-Knopf. Das ist Reichweite von mir. What the f. Das kann ja nicht sein. Please, rette mich, Bro.
Ah. Also ich kein Mana mehr, ne? Ja, das ist gerade offen. Schade. Ach, Mann, Maybert. Einfach so ein random Billo Cutter OTP in Platin, aber hat ein gutes Matchup gekriegt und jetzt ist sie einfach Snowballing so. Das ist nicht gut. Not a good thing. Loser. Machen wir jetzt mit dem Herald mal. Jetzt bin ich schon wieder. Die läuft schon wieder aus. Was? Ja, dein ADC ist raus, ne? Aber das bringt es in the long run, also. Die Turrets bringen halt nichts. Okay. Muss Kat halt auch echt gut können, um den Damage anbringen zu können. Warum also wird sie. Okay, das ist perfekt. Argument ist geschlossen. Gut. Warum also für alle auf 50% balancen? Ha? Ich weiß gar nicht, ob wir das fighten sollten. Ohne deine Ult. Ich will das nicht spielen. Glaube nicht, dass das gut ist. Oh, hier? Dann hier geht's. Ja. Trotzdem wunderbar, oder? Mal gucken. Oh, nice. Genug, wenn man eh noch eine Sekunde länger hält, dann ist es actually playable. Also actually. Das ist so broke mit dem Movement Speed durch die Büsche. Also, was ist das? Oh no, ich bin tot. Aber warum kriegt man den Movement Speed, wenn du durch Büsche läuft als Jungler? Das ist doch dumm. Und direkt 20%, Alter. Nee, Quatsch, 45%? Das ist krass. Junge. Oh. Okay. Wir werden niemanden kriegen. No. Beten kann ich nicht. Ich habe nicht so viel Lifestyle, ne? Boah, mein, das ist so bad. Geht hier noch was? Ich habe 13 wieder Ult. Jo, der Damage. Ah, f***. Mein Bett. Warte, der F4 ist da, ja. Und ich kann mich ein bisschen schüchtern, leider. Haben wir was? Yo, what the f***? Oh, die Cutter muss sterben, nice. Oh, ein Taric Ult. Lecker. Eine schlechte Kamel. Also wirklich gut. Also gut, das kämpft ja für den Leuten. Mein Meister. Ich werd so krass ge-one-shottet, Alter. Ja, ja, ja. Das ist halt die Katharina Tankbound, also, ne? Tankmäßig holen darf, trotzdem der Match machen. Was? Stopp. Nice. Können wir näschern. Also, ihr könnt ja auch ohne mich machen, ne? Ja. Ich geh bitte. Geh ich noch Botlane? Oh. Mit 1,5k Gold auf Tasche, ne? Aber, ja. Was zum Fighten, ich W schon raus. Ist gut. Ja, die Kamel kommt doch zeigen. Ja, ja. Gut. Auch einen sehr guten Damage. Schön, wenn wir den gebufft haben. Oh, gestern. Nice. Warum machen wir Drake? Keine Ahnung, vielleicht im Endwinkel, ne? Schon. Ich kann mir richtig Kamel vorstellen. Leute, diese Platin-Spieler hier, können wir enden hier. Die arme Xayah, ey. Dass wir das Game jetzt wieder gewinnen, ist aber auch wieder klar, ne? Ja, natürlich geben wir das. Also, das war schon krass von der Kamel gespielt, ne? Hat sie gut gemacht, kann man nicht sagen.